aus dem Jahr 2487. Von William Tenn Jeder staunt, wie sich Morniel Matherway seit seiner Entdeckung verändert hat, nur ich staunte nicht darüber. Die Leute erinnern sich an ihn als ungewaschenen und unbegabten Maler aus dem Greenwich Village, der beinahe jeden zweiten Satz mit Ich begann, und jeden Dritten mit mir beendete. Er besaß jene aufdringliche, halb ängstliche Überheblichkeit eines Menschen, der insgeheim keine hohe Meinung von sich hat. Nach einem halbstündigen Gespräch mit ihm gelten einem die Ohren von seinem prahlerischen Geschrei. Ich begreife seine Wandlung, seine leise abwehrende Bescheidenheit und seinen schlagartigen, überwältigenden Erfolg. Aber schließlich war ich auch dabei, als er entdeckt wurde. Das heißt, entdeckt ist wohl nicht das passende Wort dafür. Ehrlich gesagt wüsste ich keine treffende Formulierung, wenn man bedenkt, wie unmöglich, ganz richtig, ich sagte unmöglich und nicht unwahrscheinlich, die ganze Sache war. Eines jedenfalls steht für mich fest: So oft ich es mit logischer Überlegung versuche, bekomme ich Magenkrämpfe und mein Schädel droht zu zerspringen. An dem bewussten Tag unterhielten wir uns über seinen Durchbruch. Ich balancierte vorsichtig auf dem einzigen hölzernen Stuhl seines kleinen kahlen Ateliers in der Bleecker Street, weil ich viel zu schlau war, mich auf den Sessel zu setzen. Moniel bezahlte die Miete für das Atelier praktisch mit diesem Sessel. Er war ein aus den Fugen geratener Haufen schmieriger Polsterung, die an der vorderen Sitzkante hoch und hinten völlig niedergedrückt war. Kaum setzte man sich darauf, begann der Inhalt sämtlicher Taschen zu gleiten. Kleingeld, Schlüssel, Brieftaschen, was man nur will, alles versank im Dschungel durchgerosteter Federn und dem morschen Holzrahmen darunter. So oft Neulinge ins Atelier kamen, überschlug sich Morniel vor Höflichkeit, ihnen den bequemen Stuhl aufzudrängen. Und wenn sie gequält herumrutschten, um ein flaches Plätzchen zwischen den Sprungfedern zu finden, leuchteten seine Augen auf und er sprühte vor guter Laune. Je heftiger sie sich nämlich bewegten, desto mehr fiel ihn aus ihren Taschen. Nach jeder Party nahm er den Stuhl auseinander und zählte die Einnahmen beinahe wie ein Ladenbesitzer, der Kasse macht. Der hölzerne Stuhl hatte allerdings den Nachteil, dass man beim Sitzen völlig konzentriert sitzen bleiben musste. Er wackelte nämlich. Moniel war schlau. Er selbst saß immer auf dem Bett. Ich kann es schon nicht mehr erwarten, bis ein Kunsthändler oder Kritiker mit einem Funken Verstand endlich meine Arbeit zu sehen bekommt, sagte er. Es kann nicht schief gehen, Dave. Ich weiß das genau. Ich bin einfach zu gut. Manchmal packt mich direkt die Angst, wenn ich überlege, wie gut ich bin. Ich habe fast zu viel Begabung für einen einzelnen Menschen. Na ja, sagte ich. Es könnte immer noch nicht, dass die Begabung für mich zu viel wäre, fuhr er fort, ängstlich darauf bedacht, von mir nicht missverstanden zu werden. Ich habe ja zum Glück die Größe, mit ihr fertig zu werden. Meine Seelengröße ist enorm. Aber ein anderer, weniger überragender Mensch ginge an dieser Vollkommenheit der Empfindung, an dieser Einfühlungskraft in die geistige Form, wenn man so sagen will, zugrunde. Die Fülle der Wahrnehmungen würde ihm den Verstand rauben. Aber bei mir ist das etwas anderes, Dave. Ich bin die Ausnahme. Prima, sagte ich. Freut mich. Würdest du jetzt, weißt du, was ich heute früh dachte? Äh, nein, aber um ganz aufrichtig zu sein, ich will gar nicht. Ich dachte an Picasso, Dave. Picasso und Ro. Ich schlenderte über den Markt, mein um Frühstück zu besorgen. Du kennst ja den alten Morniel, dessen Hand flinker ist als jedes Auge. Und da begann ich mir über den Stand der modernen Malerei Gedanken zu machen. Ich denke viel darüber nach, Dave. Ich mache mir Sorgen. Tatsächlich, sagte ich. Also ich. Ich schlenderte die Bleaker Street entlang, bog dann in den Washington Square Park ein, und als ich so ging, dachte ich mir, wo gibt es heute noch einen wahrhaft großen Maler? Es sind mir ganze drei Namen eingefallen. Picasso, Ruoh und ich. Sonst ist keiner da, der bahnbrechende und originelle Ideen hätte. Nur drei Namen aus dem ganzen Schwung Menschen, die auf unserer Erde malen. Drei Namen bloß, mehr nicht? Ich habe mich richtig einsam gefühlt, Dave. Kann ich mir vorstellen, aber du. Und dann fragte ich mich, warum ist das so? Waren Genies schon immer so rar? Dürfen in jedem Jahrhundert nur ganz wenige geboren werden? Oder ist der Geist unserer Zeit daran schuld? Und warum lässt meine Entdeckung, die ja doch unvermeidlich ist, so lange auf sich warten? Ich habe lange Zeit darüber gegrübelt, Dave. Ich habe leidenschaftslos und sorgfältig überlegt, weil das eine ungemein schwerwiegende Frage ist, und das ist das Ergebnis meiner Wahrheitssuche. Ich gab es auf. Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück, natürlich nicht so weit, und ließ ihn eine Theorie der Schöngeistigkeit entwickeln, die ich schon zumindest ein Dutzendmal von einem Dutzend anderer Maler gehört habe. Diese Theorien unterscheiden sich einzig in der Frage voneinander, wer der absolute Gipfelpunkt und wer der vollkommenste lebende Vertreter dieser Schöngeistigkeit sei. Es wird Sie sicher nicht wundern, dass Morniel sich selbst dafür hielt. Er war als hochaufgeschossener linkischer Bursche, der sich ungern rasierte und sich für einen Maler hielt, von Pittsburgh, Pennsylvania, nach New York gekommen. Damals hatte er Gauguin bewundert und versucht, ihn zu imitieren. Stundenlang quatschte er über die Mystik des einfachen Volkes, aber was wie ein falsch verstandener Filmjargon aus Brooklyn klang, war in Wirklichkeit reinstes Pittsburghisch. Kaum hatte er aber ein paar Kurse an der Kunsthochschule absolviert und sich seinen ersten spärlichen blonden Bart wachsen lassen, war die Gauguin-Masche auch schon überwunden. Vor kurzem nun hatte er seine eigene Maltechnik entwickelt, die er Fleck auf Fleck nannte. Er malte erbärmlich. Daran war nichts zu rütteln. Dabei ist das nicht nur meine persönliche Meinung, auch echte, unvoreingenommene Kunstkenner urteilten genauso, wenn sie sich seine Arbeiten genau angesehen hatten. So starrte zum Beispiel einmal ein anerkannter Experte für moderne Malerei mit langem Gesicht ein Gemälde an, das Morniel mir nicht nur aufgezwungen, sondern obendrein auch noch ohne Rücksicht auf meinen Einspruch eigenhändig über meinem Kamin aufgehängt hatte. Dieser Kritiker sagte: Nicht nur, dass er vom Figuralen her keine Aussage zu machen hat, stellte sich auch keinerlei malerischen Problemen. Weiß auf Weiß, Fleck auf Fleck, Gegenstandslosigkeit, Neoabstraktionismus, nennen Sie es, wie Sie es wollen, es ist einfach nichts da, rein gar nichts. Er ist um nichts besser als die anderen unbefriedigten, vergammelten, angeberischen Dilettanten, die sich im Village eingenistet haben. Warum ich dann meine Zeit mit Morniel verbrachte? Weil er gleich um die Ecke wohnte. Auf seine bescheuerte Art war er doch irgendwie amüsant. Und wenn ich die ganze Nacht an einem Gedicht saß, aus dem nichts werden wollte. Fand ich es entspannend, einen Sprung in sein Atelier zu machen und mit ihm über verschiedene Themen zu plaudern, die nichts mit Literatur zu tun hatten. Leider bedachte ich niemals, dass Mornier jedes Gespräch im Keim erstickte. Er hielt seine Monologe und ich durfte mit knapper Not ab und zu ein Wort einwerfen. Der Unterschied zwischen uns bestand nämlich darin, dass meine Arbeiten bereits erschienen waren, wenn auch nur in billigst gedruckten Literaturzeitungen, die von Abonnenten lebten. Seine Bilder hingegen waren noch kein einziges Mal ausgestellt worden. Es gab noch einen weiteren Grund, mich gut mit diesem Menschen zu stellen, und der hatte etwas mit dem einzigen Talent zu tun, das Morniel wirklich besaß. Ich schlage mich mehr schlecht als recht aus Leben, aber nach Dingen wie gutem Schreibpapier oder schönen Buchausgaben für meine Bibliothek sehne ich mich ebenso beharrlich wie vergebens. Ich kann sie mir einfach nicht leisten. Wird mein Verlangen unerträglich, wie zum Beispiel nach den neu erschienenen Werken von Wallace Stevens, dann klopfe ich bei Morniel an und weihe ihn ein. Dann gehen wir in den Bücherladen, den wir einzeln betreten. Ich beginne mit dem Inhaber ein Gespräch über ein besonders kostspieliges, vergriffenes Werk, das ich zu bestellen wünsche. Während ich mit dem Buchhändler verhandle, klaut Morniel den Stevens. Darin ist er unschlagbar. Noch nie ist er in Verdacht geraten oder gar ertappt worden. Natürlich muss ich mich bei ihm auf die gleiche Weise in einem Laden für Malutensilien revanchieren, damit Morniel seinen Vorrat an Leinwandfarben und Pinsel ergänzen kann. Aber das ist mir die Mühe wert. Überzahlt finde ich dabei nur die gähnende Langeweile, die mich überfällt, wenn ich mir den Burschen anhören muss oder auch meine Gewissensbisse, weil ich nämlich genau weiß, dass er nicht die leiseste Absicht hat, jemals zu bezahlen. Na schön, dann werde ich es eben tun, sobald es mir möglich ist. Ich kann gar nicht so einmalig sein, wie ich mich fühle, sagt er soeben. Bestimmt werden auch andere Menschen mit dem Potenzial dieses überragenden Talents geboren, nur verkümmert es in ihnen, ehe es die künstlerische Reife erreicht hat. Warum? Wodurch? Analysieren wir einmal, welche Rolle die Gesellschaft. In diesem Augenblick sah ich es zum ersten Mal. Eben, als er Gesellschaft sagte, fiel mir ein rötliches Flimmern in der gegenüberliegenden Wand auf. Ich sah die seltsame schimmernde Kontur eines Kasten und darin eine seltsame schimmernde Kontur eines Mannes. Das Ganze schwebte etwa eineinhalb Meter über dem Boden und sah aus wie farbige Hitzewellen. Dann war die Wand wieder leer. Um diese Jahreszeit aber gab es keine Hitzewellen, und ich habe niemals unter Trugbildern gelitten. Also nahm ich an, dass es sich höchstwahrscheinlich um den Beginn eines neuen Risses in Morniels Wand handeln musste. Genau genommen hauste er gar nicht in seinem Atelier, sondern in einer zugigen, billigen Wohnung. Sein Vorgänger hatte die Trennwände niederreißen lassen, wodurch ein einziger langer Raum entstanden war. Die Wohnung lag im obersten Geschoss, und das Dach war nicht ganz dicht. Der Regen hatte breite, wellenförmige Spuren auf den Wänden hinterlassen. Aber weshalb rötlich? fragte ich mich. Und warum die Kontur eines Mannes in einem Kasten? Für einen schlichten Mauerriß war das reichlich kompliziert. Und wieso war sie jetzt weg? Der ewige Konflikt mit dem Einzelnen, der seine Individualität bewahren will, dozierte Morniel. Ganz zu schweigen von eine ganze Kette rasch aufeinanderfolgender hoher Töne wurde laut, und dann erschienen die rötlichen Umrisse wieder, diesmal in der Mitte des Raumes etwa, einen halben Meter über dem Fußboden. Sie schimmerten immer noch durchsichtig und zeigten einen Mann im Kasten. Moniel schwang die Beine vom Bett und starrte die Erscheinung an. Was zum. begann er, und wieder war nichts zu sehen. Was, stotterte Morniel, was soll das? Keine Ahnung, sagte ich, aber was es auch sein mag, wir scheinen Besuch zu bekommen. Da waren die hohen Töne wieder, und der rote Kasten wurde sichtbar. Diesmal stand er auf dem Boden, er wurde zusehends dunkler und dichter. Die Noten liefen die Tonleiter hinauf und wurden immer leiser. Der Kasten war nicht länger durchsichtig, gleichzeitig verstummten auch die Töne. Die Kastentür glitt zurück, und ein Mann trat hervor seine Kleidung schien rundum in Schnorkeln zu enden. Er sah zuerst mich an, dann Morniel. Morniel Matherway? fragte er. E ja, sagte Moniel und wich zum Eischrank zurück. Morniel Matherway? sagte der Mann aus dem Kasten. Ich heiße Glasgow. Ich überbringe Ihnen Grüße aus dem Jahr 2487. Dagegen waren wir machtlos. Deshalb hielten wir auch den Mund. Ich stand auf und stellte mich zum Moniel. Ich hatte das Verlangen nach Tuchfühlung mit einem bekannten Wesen. So standen wir alle eine Zeit lang reglos da. Das Jahr 2487 überlegte ich. Nie zuvor hatte ich jemand in annähernd ähnlicher Kleidung gesehen. Ja, ich hatte mir nicht einmal vorgestellt, dass jemand sich auf diese Art kleiden könnte. Dabei bin ich bestimmt kein fantasiearmer Mensch. Die Kleidung war nicht eigentlich durchscheinend, aber auch nicht völlig undurchsichtig. Prismatisch käme der Sache wohl am nächsten. Verschiedene Farben wechselten einander in Schnörkeln dauernd ab. Der Farbenwechsel unterlag einem gewissen Muster, das mir unergründlich blieb. Der Mann selbst, dieser Mr. Glasgow, war ungefähr so groß wie Moniel und ich und schien auch nicht viel älter als wir zu sein. Aber er strahlte etwas aus. Sagen wir Würde ja das war's eine unbeschreibliche lässige würde die den herzog von wellington eingeschüchtert hätte oder vielleicht käme kultur der sache näher er war der kultivierteste mensch der mir jemals begegnet war er trat herzu wir wollen nun einem brauch des zwanzigsten jahrhunderts frönen nämlich dem händeschütteln sagte er mit weicher ungemein klangvoller stimme wir fröten also und schüttelten ihm die Hand. Zuerst Morniel, dann ich, beide recht zaghaft. Mr. Gleskow benahm sich dabei so unsicher, dass ich an einen Farmer aus Iowa denken mußte, der zum ersten Mal mit chinesischen Stäbchen ist. Nach beendeter Zeremonie stand er da und strahlte uns an. Das heißt nicht uns, sondern Morniel. Was für ein Augenblick, wie? sagte er. Was für ein grandioser Augenblick! Morniel holte tief Luft. Nicht umsonst lauerte ihm seit vielen Jahren der Gerichtsvollzieher immer wieder im Treppenhaus auf. So etwas stärkt das Reaktionsvermögen. Seine Fassung kehrte wieder, sein Gehirn begann zu arbeiten. »Was meinen Sie mit »was für ein Augenblick«?« fragte er. »Was ist an ihm besonders? Sind Sie der Erfinder der Zeitreise?« Mr. Glasgow lachte verschmitzt. Ich, ein Erfinder? Oh nein, die Zeitfahrt wurde von Antoinette Ingeborg erfunden, im Jahre, aber das war nach ihrer Zeit. Es steht nicht dafür, am Augenblick näher darauf einzugehen, besonders da ich nur eine halbe Stunde zur Verfügung habe. Warum eine halbe Stunde? fragte ich weniger aus Neugier, sondern weil ich das für eine gute Frage hielt. Weil das Epidermidrom nicht länger hält, klärte er uns auf. Das Epidermidrom ist. Nun sagen wir, ein Beförderungsmittel, mit dessen Hilfe ich in ihrer Epoche erscheinen kann. Es erfordert jedoch einen derart gewaltigen Kraftaufwand, dass nur alle 50 Jahre eine Reise in die Vergangenheit angetreten werden kann. Diese Vergünstigung wird als eine Art Gobel verliehen. Hoffentlich habe ich mich richtig ausgedrückt. Es heißt doch Gobel, nicht wahr? Der Preis, der in ihrer Epoche verliehen wurde. Ich hatte einen Genieblitz. Sie meinen vielleicht Nobel, den Nobelpreis? Er nickte heftig. Ganz recht, den Nobelpreis. Berühmten Gelehrten wird diese Reise als eine Art von Nobelpreis zuerkannt. Wie gesagt, alle fünfzig Jahre wird der würdigste gewählt. Na, sie wissen schon, bisher ging dieser Preis natürlich immer an die Historiker, und sie haben ihn an die Belagerung von Troja, die erste Atombombenexplosion in Los Alamos, die Entdeckung Amerikas und ähnliches verschwendet. Diesmal jedoch Ja? fiel Morniel ihm mit zitternder Stimme ins Wort. Und uns beiden war plötzlich eingefallen, dass Mr. Glasgow seinen Namen gekannt hatte. Auf welchem Gebiet sind Sie tätig? Mr. Glasgow verneigte sich vor uns. Ich bin Kunsthistoriker. Mein Spezialgebiet in der Kunstgeschichte. Ja? unterbrach ihn Morniel neuerlich. Jetzt zitterte seine Stimme nicht mehr, sie war knapp vor dem Umkippen. Was ist Ihr Spezialgebiet? Wieder neigte Mr. Glasgow den Kopf. Sie sind es, Mr. Mathaway. Ich darf mit Recht behaupten, in unserem Jahrhundert die unbestrittene Autorität für alle Fragen über das Leben und Werk Morniel Mathews zu sein. Mein Spezialfach sind Sie. Morniel wurde kreidebleich. Er taumelte zum Bett und nahm Platz, als wäre sein Hinterteil aus Glas. Mehrmals machte er den Mund auf, ohne einen Ton hervorzubringen. Schließlich schluckte er krampfhaft, ballte die Fäuste und hatte sich wieder in der Gewalt. Wollen Sie damit sagen, dass ich berühmt bin? krächzte er. So berühmt? Berühmt? Aber Hohe Verehrtester, das ist gar kein Ausdruck. Sie gehören zu den wenigen Unsterblichen des Menschengeschlechtes. Wie ich es in meinem jüngsten Buch Mathaway, der Mann, der die Zukunft prägte, so treffend formulierte, Kaum je zuvor hat das Geschick einen Menschen dazu auserkoren, so berühmt, der blonde Bart zuckte, so berühmt, so berühmt, versicherte Mr. Glasgow ihm. Wer ist dieser Mann, mit dem die moderne Malerei in ihrer ganzen Pracht ihren Anfang nahm? wer ist der mann dessen entwürfe und farbtechnik die architektur der letzten fünf jahrhunderte bestimmte dem wir die planung unserer städte die form jedes gebrauchsgegenstandes ja selbst das material unserer kleidung verdanken ich fragte mordell schwach sie in der gesamten Geschichte der Kunst hat kein anderer Mensch jemals einen annähernd gewaltigen Einfluss auf die Formgebung eines derart weiten Gebietes über eine so lange Zeitspanne ausgeübt. Mit wem könnte ich sie vergleichen, Sir? Welch anderer berühmte Künstler käme an sie heran? Rembrandt? schlug Morniel vor. Er schien seinem Geist helfen zu wollen. Da Vinci? Mr. Glasgow schnaubte verächtlich. Rembrandt und da Vinci in einem Atemzug mit Ihnen? <laughs> lächerlich. Nie hatten Sie etwas von Ihrem Universalgenie, Ihrem Sinn für die kosmischen Zusammenhänge, Ihrem Verständnis für alles Lebendige. Nein, um Sie mit einem Gleichrangigen zu vergleichen, müssen wir die darstellenden Künste verlassen und uns eventuell an die Literatur wenden. Shakespeare mit seiner tiefgründigen Menschenkenntnis, mit dem mächtigen Orgelklängen seiner Verse und seinem ungeheuren Einfluss auf die moderne englische Sprache. Aber selbst Shakespeare, fürchte ich, selbst Shakespeare. Bekümmert schüttelte er den Kopf. Wow, hauchte Morniel Mathaway. Weil Sie eben von Shakespeare sprechen, fiel ich ein. Kennen Sie zufällig einen Dichter namens David Danziger? Ist vielleicht von seinem Schaffen unsterblich geworden? Sind Sie das? Ja, bestätigte ich dem Mann aus dem Jahr 2487 heifrig, das bin ich, David Danziger. Er runzelte die Stirn. Ich kann mich nicht entsinnen. Welcher Stilrichtung gehören Sie an? Ach, dafür gibt es verschiedene Namen. Am häufigsten nennt man sie wohl Anti-Imagismus oder auch Post-Imagismus. Mr. Glasgow dachte ernsthaft nach. Nein, entschied er schließlich, der einzige Dichter, der mir aus diesem Jahrhundert und diesem Land bekannt ist, heißt Peter Ted. Wer ist Peter Ted? Nie gehört. Dann leben sie wohl noch in den Tagen vor seiner Entdeckung. Aber vergessen Sie bitte nicht, dass ich Kunsthistoriker bin und kein Literaturexperte, tröstete er mich. Es ist durchaus möglich, dass ein Fachmann für die unbedeutenderen Reimeschmiede des zwanzigsten Jahrhunderts ihren Namen ohne größere Schwierigkeiten einzustufen, imstande wären. Durchaus möglich. Ich warf Moniel einen Blick zu. Er hockte grinsend auf dem Bett. Er hatte sich mittlerweile völlig erholt und genoss die Situation mit jeder Pore. Die ganze Situation, seine Stellung und meine. Seine Selbstzufriedenheit machte mich rasend. Mit welchem Recht erwies das Schicksal ausgerechnet einem Knilch wie Morniel Matherway diesen Kniefall. Es gab so viele nette, sympathische Maler, aber nein, dieser faule Maulheld musste es sein. Dabei wanderte die ganze Zeit über ein Hauptteil meines Denkens im Kreis. Das beweist nur, wiederholte ich mir dauernd, dass der Abstand der Geschichte nötig ist, um ein gültiges Werturteil über die Kunst zu fällen. Wie viele Leute genossen zu Lebzeiten das größte Ansehen und heute kräht kein Hahn mehr nach ihnen? Beethovens Zeitgenosse zum Beispiel, der damals als der unvergleichlich Begabtere galt, während heute nur mehr die Musikforschung seinen Namen kennt. Und trotzdem. Mr. Glasgow sah auf seinen rechten Zeigefinger, auf dem ein kleiner schwarzer Fleck abwechselnd größer und kleiner wurde. »Meine Zeit verrinnt«, bemerkte er, »wenn es mich auch mit unbeschreiblichem, überwältigendem Entzücken erfüllt, in Ihrem Atelier zu stehen, Mr. Matherway, und Sie endlich leibhaftig vor mir zu sehen, frage ich mich doch, ob ich Sie wohl um einen kleinen Gefallen bitten dürfte.« »Aber sicher«, nickte Morniel und stand auf. Schießen Sie los! Für Sie ist mir nichts zu gut. Was wollen Sie? Mr. Glasgow schluckte, als wollte er Mut fassen, um an die Pforten des Paradieses zu pochen. Ich frage mich, aber natürlich nur, wenn es Ihnen wirklich nichts ausmacht, ob ich vielleicht einen Blick auf das Gemälde werfen dürfte, an dem Sie eben arbeiten. Die Vorstellung, einen unvollendeten Mathaway zu sehen, an dem die Farbe noch feucht ist, er drückte die Augen zu, als wagte er nicht an so viel Glück zu glauben. Morniel lud ihn mit großartiger Geste ein, ihm zur Staffelei zu folgen. Er schob das Tuch beiseite, das sein Gekleckser verhängte. Seine Stimme klang ölig. Es soll Figurative Figurinnen Nummer 29 heißen. Langsam und genussvoll öffnete Mr. Glasgow die Augen und beugte sich vor. Aber, sagte er nach langem Schweigen, das können doch nicht Sie gemalt haben, Mr. Mathaway. Überrascht drehte Morniel sich um und betrachtete das Bild. Sicher habe ich das. Figurative Figurinnen Nummer 29. Erkennen Sie es? Nein, ganz und gar nicht. Und darüber bin ich herzlich froh. Dürfte ich bitte etwas anderes sehen, ein späteres Werk? Das ist mein letztes. Antwortete Morniel etwas unsicher. Alle anderen sind älter. Ah, Moment mal, vielleicht gefällt Ihnen das hier. Er nahm ein Bild vom Ständer. Ich nenne es Figurative Figuren in Nummer 22. Ich halte es für das Beste meiner frühen Periode. Mr. Glasgow schauderte. Sieht aus wie Farbkleckse, die aufeinander aufgetropft sind. Genau, bloß, dass ich diese Technik Fleck auf Fleck nenne. Aber das wissen Sie ja sicher, da Sie eine solche Autorität auf dem Gebiet meines Schaffens sind. Und hier sind die figurativen Figurinnen. Nummer äh, könnten wir diese, diese Figurinnen beiseite lassen, Mr. Matherway? flehte Glasgow. Ich möchte eins Ihrer farbigen Werke sehen. Verstehen Sie? Farben und Form. Morniel kratzte sich den Kopf. Also richtig in Farben habe ich schon eine Ewigkeit nichts mehr gemalt. Äh, doch warten Sie. Seine Miene erhellte sich und er kramte in dem Gestell. Dann zog er ein altes Gemälde hervor. Das hier ist eine meiner wenigen Arbeiten aus meiner lila gesprenkelten Periode. Unfassbar, murmelte Mr. Glesco. Das ist doch wirklich, er zog die Schultern bis an die Ohren. Wer jemals einen Kunstkritiker in Aktion gesehen hatte, kennt diese Art Achselzucken. Es erübrigt jedes weitere Wort. Ein Maler, der dieses Achselzucken erntet, hat auch kein Verlangen nach weiteren Worten. Inzwischen zerrte Morniel wie besessen neue Bilder hervor. Er zeigte sie Glasgow, aber bei jedem neuen Opus gurgelte Glasgow, als drängte er einen Brechreiz zurück, worauf Morniel weitere Bilder hervorzerrte. Das verstehe ich nicht, sagte Glasgow und starrte den Fußboden an, auf dem sich die aufgespannten Bilder häuften. Zu diesem Zeitpunkt haben Sie ganz offensichtlich sich selbst und Ihre unverkennbare Technik noch nicht gefunden. Aber ich suche nach Anzeichen, nach einem Hinweis auf das spätere Genie. Und ich finde nichts als. Ratlos schüttelte er den Kopf. Wie wär's mit dem da? fragte Mornel keuchend. Mr. Glasgow schob es mit beiden Händen fort. Ich bitte Sie, nehmen Sie das weg. Wieder blickte er auf seinen Zeigefinger. Das pulsieren des schwarzen Fleckes war bedeutend langsamer geworden. Ich werde bald aufbrechen müssen, und ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, meine Herren. Er ging in den violetten Kasten, kam mit einem Buch zurück und winkte uns zu sich. Morniel und ich traten hinter ihn und starrten über seine Schulter. Die Blätter klingelten sonderbar beim Umdrehen. Eines stand fest für mich. Aus Papier waren sie nicht. Und die Titelseite? Das Gesamtwerk Morniel Matherways. 1928 bis 1996. Sie sind 1928 geboren? fragte er. Morniel nickte. Am 23. Mai 1928. Dann schwieg er. Ich wusste, woran er dachte, und stellte einen hurtigen Überschlag an. 68 Jahre. Den wenigsten Menschen ist es gegeben, ihr genaues Lebensalter zu kennen. 68 Jahre. Nicht übel. Mr. Glasgow wandte sich dem ersten Gemälde zu. Selbst wenn ich jetzt an diese erste Konfrontation denke, werden meine Knie weich und geben unter mir nach. Es war eine abstrakte, vielfarbige Komposition, die meine kühnsten Träume übertraf, als seien die Arbeiten sämtlicher abstrakter Maler bis zu diesem Zeitpunkt Übungen auf Kindergartenniveau gewesen. Jedem, der Augen im Kopf hatte, musste es gefallen, selbst wenn sein Kunstverständnis bis dahin bei der gegenständlichen Malerei geendet hatte, ja sogar, wenn er sich für keinerlei Kunstrichtung besonders erwärmt hatte. Ich möchte nicht rührselig klingen, aber ich verspürte effektiv die Tränen in den Augen. Wer nur einigermaßen empfänglich für Schönheit war, konnte gar nicht anders. Aber nicht Moniel. Ach, dieses Zeug, sagte er, als sei ihm ein riesiges Licht aufgegangen. Warum haben Sie nicht gleich gesagt, dass Sie sich für dieses Zeug interessieren? Mr. Glasgow krallte sich an Mornits schmierigem Hemd fest. Dann haben Sie also solche Bilder? Nicht Bilder. Bild. Ein einziges. Ich habe es voriger Woche als Experiment gemalt, aber das Ergebnis hat mich nicht befriedigt. Deshalb habe ich es dem Mädchen unter mir geschenkt. Möchten Sie es sehen? Oh ja. »Ich bitte darum!« Morniel griff nach dem Buch und warf es gleichgültig aufs Bett. »Schön, kommen Sie. Dauert höchstens ein bis zwei Minuten.« Wir marschierten nach unten. Meine Gedanken liefen Sturm. Eines wusste ich genau. So genau wie die Tatsache, dass Geoffrey Chaucer für Elgin und Swinburne gelebt hatte, nichts, was Morniel jemals gemalt hatte oder jemals zu malen imstande war, kam der Reproduktion in jenem Buch auch nur auf Millionen Meilen nahe. Und ich war überzeugt, dass auch er das trotz aller Angeberei und seiner scheinbar bodenlosen Eitelkeit wußte. Zwei Treppen tiefer blieb er vor einer Tür stehen und klopfte an. Niemand öffnete. Er wartete kurz und klopfte nochmals. Wieder rührte sich nichts. Verflucht! Sie ist nicht zu Hause! Dabei hätte ich Ihnen das Bild gern gezeigt, sagte er. Ich möchte es sehen, sagte Mr. Glasgow ernsthaft. Ich möchte alles sehen, das Ihrer Reifenarbeit ähnelt. Aber meine Zeit ist beinahe abgelaufen. Morniel schnalzte mit den Fingern. Wissen Sie was? Anita hat zwei Katzen, die ich füttere, wenn sie verreist ist. Deshalb hat sie mir ihren Wohnungsschlüssel gegeben. Soll ich ihn holen? Wunderbar, sagte Mr. Glasgow erfreut, blickte aber unruhig auf seinen Zeigefinger. Aber bitte beeilen Sie sich. Gemacht. Morniel drehte sich zur Treppe um. Dabei kreuzen sich unsere Blicke. Und er gab mir das Signal, das wir bei unseren Einkäufen benutzten. Es hieß Koch den Kerl ein, ich brauche Zeit. Ich begriff das Buch. Ich habe Morniel viel zu oft im Einsatz erlebt, um zu wissen, dass die lässige Gebärde, mit der er das Buch aufs Bett geworfen hatte, alles andere als lässig war. Er hatte es dort platziert, wo er es im Bedarfsfall am raschesten fand. Sicher versteckte er es irgendwo im Atelier, und wenn Mr. glasgow uns verlassen mußte, nun, dann war das Buch eben leider unauffindbar. Verdammt schlau! Auf diese Weise würde Morniel Matherway die Bilder Morniel Matherways malen. Nur mit dem Unterschied, daß er sie nicht schuf, sondern kopierte. Mittlerweile hatte das Signal mein Mundwerk in Bewegung gesetzt, und mein Redestrom plätscherte automatisch dahin. »Malen Sie selbst auch, Mr. glasgow fragte ich. Dass er darauf anweisen würde, war mir klar. Oh nein, als junger Mensch wollte ich natürlich Selbstmaler werden. Vermutlich beginnen die meisten Kritiker auf diese Weise. Ich habe sogar einige Gemälde verbrochen, aber sie waren schlecht, richtig schlecht. Da fand ich es schon bedeutend einfacher, über Gemälde zu schreiben, als selbst produktiv zu sein. Und als ich dann einmal begonnen hatte, mich in das Leben Morniel Matherways zu vertiefen, wusste ich, dass ich meine Berufung gefunden hatte. Ich empfand nicht nur eine sofortige Verbundenheit mit seinem Werk, sondern auch er selbst erschien mir merkwürdig vertraut. Das ist übrigens auch etwas, das ich nicht recht begreife. Er ist ganz anders, als ich mir vorgestellt habe. Kann ich mir denken, nickte ich. Natürlich erscheint jede bedeutende Persönlichkeit aus geschichtlicher Perspektive leicht verklärt. Manche seiner Charakterzüge eignen sich vielleicht auch dazu, ihm im Laufe der Jahrhunderte eine Romantik zu verleihen, die. Wie unerzogen von mir, so vor Ihnen zu sprechen, Mister Danziger. Sie sind sein Freund. Das ist zu viel gesagt, aber außer mir hat er überhaupt niemanden. Dabei bemühte ich mich die ganze Zeit, über den Anfang des Kreises zu entdecken. Aber je angestrengter ich überlegte, desto verwirrter wurde ich. Diese Ungereimtheiten. Wie konnte Morniel Matherway denn in 500 Jahren durch Gemälde berühmt werden? Die Er zum ersten Mal in seinem Leben in einem Buch sah, das erst in 500 Jahren erscheinen sollte. Wer malte diese Bilder? Moniel Matherway? So stand es geschrieben, und da er sich dieses Buch nun angeeignet hatte, würde er die Bilder auch sicherlich malen. Aber er kopierte doch nur die Reproduktionen. Von wem stammten dann aber die Originale? Mr. Glasgow schielte ängstlich auf seinen Zeigefinger. Meine Zeit ist beinahe abgelaufen. Er eilte die Treppe hinauf, ich hinter ihm her. Während wir ins Atelier stürzten, wappnete ich mich heimlich für die Auseinandersetzung wegen des Buches. Sehr wohl war mir nicht in meiner Haut, weil ich Mr. Glasgow nämlich nett fand. Das Buch war nicht mehr da, das Bett war leer. Und noch zwei Dinge waren nicht mehr da: das Epidermodrom und Moniel Matherway. Er ist damit abgereist, schrie Mr. Glasgow auf. Er hat mich hier ausgesetzt! Sicher hat er sich ausgerechnet, dass er nur in den Kasten zu steigen und die Tür zu schließen braucht, um die Rückreise anzutreten. Ja, im Ausrechnen ist er groß, sagte ich verbittert. Damit hatte ich nicht gerechnet. Bei dieser Gemeinheit hätte ich ihn niemals unterstützt. Und garantiert wird er sich auch eine durchaus glaubhafte Geschichte ausdenken, mit der er Ihren Zeitgenossen erklärt, wie es zu diesem Austausch kam. Wozu soll er sich im zwanzigsten Jahrhundert abrackern, wenn er im 25. eine beweihräucherte Berühmtheit sein kann. Aber was geschieht, wenn ihn jemand bittet, auch nur ein einziges Bild zu malen? Dann wird er höchstwahrscheinlich antworten, dass sein Werk vollendet ist und ihm nichts Großartigeres mehr hinzuzusetzen hat. Und zum Schluss wird er Vorlesungen über sich selbst halten. Keine Angst, der geht nicht unter. Aber um Sie mache ich mir Sorgen. Sie sitzen hier fest. Wird man eine Rettungsmannschaft nach ihnen aussenden? Mr. Glasgow schüttelte traurig den Kopf. Jeder Forscher, dem dieser Preis zuteil wird, muss einen Revers für den Fall unterschreiben, dass er verschollen bleiben sollte. Der Apparat kann nur alle 50 Jahre einmal verwendet werden. Das nächste Mal wird ein anderer Forscher die Auszeichnung beanspruchen, um vielleicht den Sturm auf die Bastille, die Geburt Gautama Buddhas oder etwas Ähnliches mitzuerleben. Nein, ich sitze hier fest, wie Sie es ausdrückten. Ist es sehr schlimm, in diesem Jahrhundert zu leben? Ich hatte ein schlechtes Gewissen. Schließlich klopfte ich ihm auf die Schulter. Durchaus nicht. Eine Sozialversicherungskarte werden Sie allerdings brauchen, und wie Sie die in Ihrem Alter beschaffen sollen, ist mir unklar. Vielleicht, aber das weiß ich nicht genau, werden Sie auch vom FBI oder der Einwanderungsbehörde vorgeladen werden, da Sie sozusagen illegal eingewandert sind. Er sah mich entsetzt an. Du lieber Schreck, das klingt schlimm genug. Plötzlich kam mir die rettende Idee. »Warum eigentlich nicht? Hören Sie zu, Morniel besitzt eine Sozialversicherungskarte, weil er vor einigen Jahren in Stellung war. Und sein Geburtsschein liegt bei seinen übrigen Personaldokumenten in der Kommodenlade. Warum nehmen Sie nicht einfach seine Identität an? Er wird Sie niemals als Eindringling entlarven. »Glauben Sie wirklich? Werde ich nicht... Werden nicht seine Freunde, seine Verwandten, seine Eltern sind tot, von Angehörigen ist mir nichts bekannt?« und ich sagte Ihnen vorhin, dass ich der Rolle eines Freundes noch am nächsten komme. Außer mir hat er keinen. Ich sah Mr. Glasgow gründlich an. Sie könnten sich getrost für ihn ausgeben. Vielleicht lassen Sie sich ein Bart wachsen und färben ihn blond. Das sind Kleinigkeiten. Es fragt sich nur, wovon Sie leben sollen. Dass Sie das Werk Mathaways und die davon inspirierten Kunstrichtungen im kleinen Finger haben, wird Sie in unserem Jahrhundert nicht satt machen. Er packte mich am Ärmel. Aber ich könnte malen. Ich habe schon immer davon geträumt, ein Maler zu sein. Ich bin zwar nicht sehr begabt, aber dafür kenne ich eine ganze Reihe künstlerischer Möglichkeiten und grafischer Neuerungen, die es in ihrem Jahrhundert noch nicht gibt. Davon müsste ich doch selbst ohne Talent leben können, zumindest als dritt- oder viertklassiger Maler. Er hatte recht. Bloß entwickelte er sich nicht zu einem dritt- oder viertklassigen Maler, sondern zu einem erstklassigen. Heute ist Mr. Glasgow Monial Matherway der bedeutendste lebende Maler und der Unglücklichste. Was haben diese Leute bloß, fragte er mich aufgebracht nach seiner letzten Ausstellung, loben mich über den grünen Klee. Ich besitze nicht eine Unze echten Talentes. Alles, was ich arbeite, ist nichts weiter als abgeleitet. Ich habe zwar versucht, etwas Eigenständiges zu schaffen, aber ich habe mich so restlos mit Mathaway identifiziert, dass er mich gänzlich verschlungen hat. Und diese idiotischen Kritiker heben mich in den Himmel. Da stammt die Arbeit noch nicht mal von mir. Aber von wem stammen Sie dann? fragte ich. Von Mathaway natürlich, antwortete er unglücklich. Unser Jahrhundert hielt ein Zeitparadoxon für ausgeschlossen. Ich wollte, Sie könnten die vielen wissenschaftlichen Abhandlungen über dieses Thema lesen. Sie füllen ganze Bibliotheken. Unsere Zeitspezialisten behaupten, es sei unmöglich, ein Gemälde von zukünftigen Reproduktionen zu kopieren und auf diese Weise den Originalmaler zu überspringen. Aber genau das tue ich. Ich kopiere jedes Buch aus dem Gedächtnis. Ich wollte, ich könnte ihm die Wahrheit verraten. Er ist ein so sympathischer Bursche, besonders im Vergleich zu Matherway, der wirklich ein Schmarotzer war. Und er macht sich das Leben so schrecklich schwer. Aber ich kann es nicht. Er strengt sich nämlich wahnsinnig an, jene Bilder zu kopieren. Das geht so weit, dass er sich weigert, an das Buch auch nur zu denken oder gar darüber zu sprechen. Vor kurzem ist es mir endlich gelungen, ihn einige Sätze daraus zitieren zu lassen. Und wissen Sie, was geschehen ist? Er erinnert sich gar nicht mehr daran, oder doch nur mehr höchst verschwommen? Ganz klar, es kann auch gar nicht anders sein. Er ist der echte Morniel Matherway, und es existiert keine Zeitumdrehung. Würde ich ihm jedoch jemals sagen, dass seine Bilder Originale und keine Kopien sind, dann wäre es um den letzten Rest seines erschütterten Selbstvertrauens geschehen. Also muss ich ihn in dem Glauben lassen, er sei der Fälscher, obwohl das nicht stimmt.